An dieser Stelle möchte ich mich mal bei den Zuschauern bedanken, die jede Woche unsere Show angucken. Und es werden jedes Mal mehr. Beim letzten Mal waren es 45%. Das ist eindeutig zu hoch. Und hier eine Nachricht. Hier eine Nachricht für Schwarz-Weiß-Seher. Ich habe ein rotes Telefon. Damit habe ich einen direkten Draht mit Tagesschau, Tagesthemen, heute, heute Journal. Sind mal wichtig, wenn die was haben oder ich habe was, können wir telefonieren. Sie glauben es nicht. Hä? Soll ich mal eben, jetzt läuft heute Journal, ja, im ZDF. Soll ich mal eben anrufen, ne? Ja? Nur der Intendant und ich kennen die Nummer, ja? Das ist ja. Soweit, der Nachrichtenüberblick. Nächstes Thema, leider. Entschuldigung, Regie, ist dieses Telefonat vorgesehen? Ja, ist es vorgesehen? Nein. Bitte das Telefon blockieren. Ja, habe ich gemacht. Ja, dass er nicht reagiert, da kann ich nichts dafür natürlich. Ja, aber toll, ja. So, auch in Bonn wird viel telefoniert. Damit die Staatsausgaben nicht noch meer steigen, überwacht Franz-Josef Strauß ständig die Telefonrechnung von Bundeskanzler Kohl. Er darf nicht zu wenig Gespräche führen und er darf nicht zu viele Gespräche führen. So ist es. Eine ihrer Hauptaufgaben sieht die neue Bundesregierung darin, wieder mehr Wohnungen zu bauen. Bis es soweit ist, hat Helmut Kohl für Wohnungssuchende eine Notlösung parat. Herr Bundeskanzler, wir haben keine Wohnung. Bei Ihren Eltern ist kein Platz. Bei meinen Eltern ist auch kein Platz. Wo um Gottes Willen sollen wir denn... Ja, Sie wissen schon. Stellen Sie ihn ja, gehen Sie auf den Rasen, sind doch vielleicht... Wir bleiben beim Thema Wohnungsbau. Seit die Sozialisten in Spanien an der Macht sind, muss sich auch das spanische Königspaar einschränken. Diese Woche zogen sie aus dem königlichen Palast in eine einfache Zwei-Zimmer-Wohnung um. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, was kann ich für Sie tun? Darf ich mich hier mal umschauen? Bitte schön. Dankeschön. Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Der baden-württembergische Innenminister Herzog will, dass in Zukunft Demonstranten den Einsatz von Polizisten selbst bezahlen. Er hat auch schon einen Preis genannt, pro Polizist und Arbeitsstunde 38 Mark. Ach komm, was soll das? Das ist doch alles schon längst geklärt. Ende. Tag, Herr Wachmeister. Guten Tag. Bitte schön, Sie wünschen. Ein paar Freunde und ich wollen am nächsten Samstag vor dem Landgericht und Innenministerium eine Demo veranstalten. Und wollten fragen, ob die Polizei dazukommen kann und wie teuer das wird. Das ist kein Problem. Wie viele Beamte wollen Sie denn haben? Also wir sind so 10, 100. Ah, also 100 Polizisten. Eine halbe Stunde, bis sie zusammengeschlagen sind. Eine halbe Stunde Abtransport. Das macht also eine Stunde 38, 3.800 Mark. Das ist doch gar nicht so viel, ne? Oh, Moment, plus Mehrwertsteuer. Also. Sollen die Beamten mit Gummiknüppel kommen oder ohne? Mit. Mit Gummiknüppel, das sind nochmal 5 Mark extra, 100, das sind 500 Mark. So, Tränengas? Ja, unbedingt. Bitte schön, ja, das macht nochmal 500 Mark. Und wie wär's mit Polizeihunden? Wie teuer sind die denn? Ja, du, da haben wir eine reiche Auswahl. Schäferhunde 20 Mark die Stunde und Dackel 2,50 Mark. Schäferhund wäre schon schön. Gut, also 5 Hunde, 100 Mark. Brauchen Sie sonst noch irgendetwas? Ja, können Sie mir irgendwas empfehlen? Na ja, wie wär's denn mit einem schönen Wasserwerfer? Also, das ist fabelhaft. Wie teuer ist der? Moment mal. 500 Mark und eine Mark pro Liter Wasser. Ist das Mineralwasser? Nein. Neckarwasser. Ah, ja. Was macht das nur alles zusammen? Das sind 8.400 Mark. Das ist ja doch ein bisschen mehr, als wir uns vorgestellt hatten. Aber vielleicht kriegen wir ja Rabatt. Wieso das? Ja, Personalrabatt. Wie das? Ja, wir sind nämlich 10 Polizisten, die gegen diesen Schwachsinn protestieren wollen. Das deutsche Fernsehen plant in Zukunft im Vormittagsprogramm nicht nur Wiederholungen zu bringen, sondern auch eine neue Sendung für Hausfrauen mit Morgengymnastik, Kochrezepten, Gesichtspflegetipps und so weiter.
Mann, hab ich Hunger. Meine Damen, heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie eine serbische Bohnensuppe zubereitet wird. Zuerst die Zutaten, wenn Sie vielleicht schon mal notieren wollen. 200 Gramm Rindfleisch in Würfel geschnitten. Dann eine Schale fein gehackter Zwiebeln. Zwei verschiedene Sorten Paprika. Am Wochenende gab es am sogenannten Langen Samstag einen Riesenansturm auf Warenhäuser und Läden. Auch in Washington fing der Weihnachtsrummel an. Besonders gefragt waren da die Fahrräder. Bremen. Schwerer Unfall in den Fernsehstudios. Bei den Proben zum Musikladen fielen wegen des glatten Parketts zwei Go-Go-Girls voll auf die Schnauze. Rote Kreuz teilt mit, dass bei Fußballspielen neuerdings nur noch 2 statt wie früher 10 Sanitäter eingesetzt werden. Die Fußballspieler wurden gebeten, sich im Falle einer Verletzung selbst zu tragen zu begeben. Der deutsche Buchhandel erhofft sich vom Weihnachtsgeschäft eine kräftige Umsatzsteigerung. Es wird immer weniger gelesen, lediglich die kleinen Liebesromane, werden so wie diese, so, die kennen Sie wohl, werden nach wie vor gerne gekauft. Wir haben eine dieser Geschichten für Sie verfilmt. Mann, war das ein schöner Abend. Ja, für mich auch. So romantisch. Dem Kerzenlicht und der Musik. Das ist noch nicht alles. Aber eine kleine Überraschung für dich. Ich habe Verlobungsringe gekauft. Oh nein. Doch, weißt du, wir kennen uns nun schon so lange. Warte, Heinz. Nee, ich habe keine Lust, noch länger zu warten. Doch. Du musst mir eben zuhören. Was ist los? Da ist noch etwas, was du wissen musst. Aber ich weiß doch schon alles. Nein, du weißt noch nicht alles. Erstens, ich bin katholisch. Das war eine Überraschung für mich, aber was soll's, ich liebe dich. Und ich bin Mitglied der CDU. Nein, wir leben in einer Demokratie. Außerdem, was hat das mit uns zu tun? Da ist noch etwas. Ich hasse die Sonne. Ja, dann machen wir halt Urlaub auf Grönland. Komm, Schatz, vergiss es. Und da ist noch etwas ganz Wichtiges. Ich bin hässlich. Hey, bitte, was hast du gesagt? Ich bin hässlich. Was hast du hässlich gesagt? Ja. Du bist hässlich? Hm. Und du hast die Nerven, mir das jetzt erst zu erzählen? Was, oh ich, hier die Blumen, ausgerechnet jetzt, wo ich mich verloben möchte, kommst du damit? Ich bin hässlich. Hey, bitte. Bitte, was, bitte. All die Jahre umsonst. Was habe ich nicht alles für dich getan? Oh, oder hättest du so ich etwas später sagen können, ja? Gut, dann hätte ich es vielleicht von irgendjemand anderen erfahren. Tut mir so leid, Heinz. Tut mir leid. Was soll ich meinen Eltern erzählen? Aber ich... Ja, ich finde schon irgendeine Ausrede, dass du einen anderen Mann kennengelernt hast oder so. Komm raus mit dir. Du Lügnerin. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Heinz. Ja? Ich habe nur einen Witz gemacht. Worüber? Ich bin nicht wirklich hässlich. Oh, hast du mich reingelegt? Wollen wir uns verloben? Ja. Ja? Moment, dann gehen wir schnell zu deinen Eltern und erzählen ihnen das. Warum schnell? In 10 Minuten schließt er zu.
Der Westdeutsche Rundfunk sucht Kandidaten für seine neue Sendung Doppelgänger gesucht. Zwei prominente Politiker in Bonn wurden gefragt, ob sie sich nicht bewerben wollten. Herr Genscher, gestatten Sie eine Frage. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass Sie und Herr Carstens sich ähneln wie ein Ei dem anderen? Nein, das ich würde sagen, nein. Nein? Langsam reden. Und jetzt noch. Langsam reden. Oh, ich muss langsam reden, Entschuldigung. Und jetzt noch einmal das Thema. Ja, steht hier langsam reden. Ja, das war eine Nachricht. Und jetzt noch einmal das Thema Ehe. Vor ein paar Tagen hat Verteidigungsminister Manfred Wörner seine Elfriede geheiratet. Darüber führten wir ein Gespräch mit dem frisch gebackenen Ehemann. Herr Minister, Sie haben kürzlich geheiratet. Stimmt es, dass Sie jetzt am liebsten eine Woche lang im Bett bleiben möchten? Oh, das würde ich sehr gerne tun, aber das kann ich nicht. Das ist völlig ausgeschlossen. Mir fehlt schon die Zeit. Ja. Aber es tut mir weh, das muss ich ganz offen sagen. Das tut mir weh. Ja, das sah so echt aus, dass Sie vielleicht geglaubt haben, dass wir das Gespräch wirklich geführt haben. Aber nein, das war in den Tagesthemen. Ich lasse Ihnen mal die Frage original hören. Apel, Ihr Vorgänger im Amt, hat Ihnen die Übungsflüge mit Bundeswehrmaschinen wegen zu hoher Kosten gestrichen. Werden Sie sich diese Flüge als Minister wieder genehmigen? Oh, das würde ich sehr gerne tun, aber das kann ich nicht. Jetzt sehen Sie mal, wie wir schwindeln. Bei einer Umfrage in deutschen Spielzeugläden stellte man fest, dass wieder mehr Kriegsspielzeug für Weihnachten gekauft wird. Auch Bundeskanzler Kohl durfte sich sein Geschenk schon aussuchen. Allerdings muss er jetzt bis Heiligabend auf das Geschenk warten. Ob es an dem nachahmenswerten Beispiel von Bundespräsidenten Carstens liegt, ist nicht genau bekannt, aber immer mehr Menschen wandern wieder, sogar im Bundestag. Es hat doch auch was für sich, ganz für sich zu sein. Ich hab so Heimweh nach dem Fürstendamm. Ich hab so Heimweh nach meinem Berlin. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten, denn nun geht sie los, unsere Polonaise vom Blankenese. Tja, das war's wieder für heute. Jetzt möchte ich mich, genauso wie Peter Alexander das gemacht hat, verabschieden von meinen Kollegen. Wir gratulieren Beatrice Richter, die seit 34 Jahren nicht verheiratet ist. Wir gratulieren Dieter Brecht, seit 10 Jahren ein Verhältnis hat, ohne dass seine Frau dahinter gekommen ist. Wir gratulieren Klaus Haberstein, der vorher bei Peter Alexander war und bei uns sowas nebenbei verdiente. Wir gratulieren Rudi Karel, der heute nur 25 Versprecher hatte. Eine kleine Sache, wir werden wieder eine Woche für Sie schauen, ob wir was Witziges sehen im Fernsehen. Nur es gibt ab und zu auch Bilder, womit wir nichts anfangen können. Wir haben ja im Archiv so ein paar ganz schöne, vielleicht dass Ihnen etwas einfällt zu Hause. Nehmen Sie Kugelschreiber und Papier, ja, und schreiben Sie mal auf. Wenn es Ihnen was einfällt, ein Gecko oder so, schreiben Sie dann an Rudis Tagesshow, 28 Bremen. Ja, Rudis Tagesshow, 28 Bremen. Und dan kunnen we vielleicht in de nächste Show das mal zeigen. Bitte, daar komt het.
Das war's. Ja, das war's. Gute Nacht.